Alex Weidel und Alexander Gauland und die Parteivorsitzenden Jörg Leutenhut. Ja, wir haben ein sehr gutes Wahlergebnis geholt als Alternative für Deutschland. Das hat uns selber überrascht. Wir haben nicht mit einem so hohen Wahlergebnis gerechnet. Laut der letzten amtlichen Zählung liegen wir jetzt bei 13% und sind dementsprechend drittstärkste Kraft. Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis, was auch ein ganz klarer Wählerauftrag ist, nämlich als Oppositionspartei im 19. Deutschen Bundestag zu wirken. Eine anarchische Partei, wie es in den vergangenen Wochen das ein oder andere Mal zu hören war, die AfD sei, die kann in der Opposition erfolgreich sein, aber sie kann eben dem Wähler kein glaubwürdiges Angebot für eine Regierungsübernahme machen. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, unter anderem mit meinem Anspruch verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde. Für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Natürlich muss man eine Regierung jagen. Man muss sie jagen in der parlamentarischen Debatte. Und genau das habe ich ausdrücken wollen und das werden wir auch machen. Und da soll man bitte nicht mit irgendwelchen Angstvisionen von Menschen kommen. Darum ging es überhaupt nicht. Wir sind der Meinung, wir wollen ja eine andere Politik. 1 Million Menschen fremd in dieses Land geholt, nehmen ein Stück dieses Landes weg. Und das wollen wir als AfD nicht. Und wir sind gewählt worden dafür, dass wir diese Politik ganz knallhart ansprechen. Das ist soweit völlig normal. Aber es ist unsere Position. Und dass wir mit dieser Position nicht ganz alleine stehen, können Sie da...